Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute spielen wir das Spiel The Walking Dead Saints and Sinners, einem Horror-VR-Spiel. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem VR-Projekt bei mir, Shining, mit dem Spiel The Walking Dead Saints and Sinners, auch wenn ich es gerade eben schon erwähnt habe, beziehungsweise mein anderes Ich. Ja, ich freue mich schon wie ein Ast auf dieses Spiel. Ich bin ein riesen Fan der Walking Dead-Reihe. Also nicht nur von den Spielen, sondern auch von der Serie. Aber was mich heute wahrscheinlich aufregen wird, ist, dass ich nicht die Möglichkeit mit dem Teleportieren habe. Der Charakter bewegt sich in-game und ich bin nicht der größte Freund der Motion Sickness. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Wenn mir schlecht wird, dann breche ich das Video ab. Also dann beende ich und mache irgendwann anders weiter. Aber ich habe vor, das hier durchzuziehen. Ich habe es vor. Ich weiß nicht, ob ich es werde. I'm ready. So. Just another survivor. Ich konnte in-game zumindest einstellen, dass Übelkeit verringert wird um 100%. Ihr seht, ich habe schon richtige Arme. Guck mal, wie ich die drehen kann. Und ich habe sie gebrochen. Nein! So. Ich bin recht hell von der Hautfarbe her. So, und soweit ich das gesehen habe vom Trailer vom Spiel, ja, den habe ich mir gefühlt 5000 Mal angesehen, kann ich mir jede Waffe nehmen und den in die Fresse schlagen, den Zombies. Also wer nicht weiß, was Walking Dead ist, da geht es um Zombies. Die Zombies haben die Welt überrannt. Und es gibt wenige Survivors. Behalte deine Uhr im Auge und achte auf den... Darf ich es auch zu Ende lesen? Im Sitzen bin ich gerade. Okay, ich lerne gerade die Grundlagen. An meine linke Hüfte. Ah! Nein! Okay. Gut. Ich kann sogar doppelt halten. Wie schieße ich? So nicht. Okay. Das wird lustig. Wie stecke ich die denn da wieder rein? Da, jetzt steckt die doch. Okay, so. Oh, rechte Schulter. Hoho! Ach nö! Das wird noch lustig. Okay, linke Schulter. Ich habe meinen Rucksack. Okay. Nahrung aus dem Rucksack und führe sie zu dem Mund. Oh, als ob ich die wirklich essen tue. Oh. Ich bin jetzt schon gehypt. Jetzt muss ich einen Verband aus meinem Rucksack holen. Och nö, als ob ich den wirklich rumbinden muss. Liebes Tagebuch, heute habe ich einen Zombie ermordet. Okay. Oh. Nein! Okay. Okay. Hallo, meine lieben Zombies. Ha! Hab dich. Hallo, ich hätte das Messer gern wieder zurück. Kann ich das werfen? Ja, ich kann es werfen! Ich bewege extra meine Beine mit, damit es ein bisschen besser wird für mich.
Das nehme ich. Ach, warte mal, habe ich nicht auch eine... Nein. Ich habe einen Rucksack, aber ich habe keine große Waffe. Kann ich das nehmen? Ich hoffe, ihr hört übrigens nicht, wie ich hier die Schritte mache. Ich breche mir schon wieder alle Knochen. Oh, was ist denn da auf der Uhr? Was ist das für eine schöne Uhr? Oh, die muss ich mir angucken. Oh, ich sehe sogar die Stats von den Waffen. Okay. Du willst das hier haben? Keine Sorge, ich zeig dir die Waffe. Ich lerne irgendwann noch rennen. Kann ich hier auch schlagen eigentlich? Okay. Waffen gehen kaputt. Merke ich mir. Okay, ich kann mir offenbar auch am Tisch festhalten. Ich bin froh, dass es nicht ganz so schnell geht. Dann wird mir wenigstens nicht so übel. Kann ich auch die... Ich will mich da nicht gegen drücken. Ich will es festhalten. Ich will die aufmachen. Endlich, das Spiel spricht meine Sprache. Mit der Macht dieser Axt werde ich dir den Schädel abschlagen. Hm? Irgendwelche letzten Worte? Tschüss! Ach, da muss ich aber richtig gut zielen. Ey, du! Das war kein guter... Ah, okay, wenn ich mit einer Hand mache, braucht die Waffe deutlich länger. Das heißt, die starken Waffen sollte ich mit beiden Händen benutzen. Mann, kann ich nicht richtig durchschwingen? Boah. Ah, endlich. Ich habe treffen gelernt und meine Axt ist kaputt gegangen. Kann ich nicht noch eine neue Axt haben? Okay, offenbar nicht. Ich bewege mich ganz langsam vor. Also noch geht es. Kann ich eigentlich auch... Ah, okay, ich habe die Rückwärtstaste gefunden. Habe ich eine Sprungtaste? Ich habe eine zum Ducken. Oh ja, ja, ja. Okay, Glück genug mit dem Unsinn. Ich soll sie abschütteln, wenn sie mich packen. Ah, okay. Einfach schütteln und weg. Oh Gott, ey. Okay, keiner um die Ecke herum. Warum habe ich denn so eine behinderte Sicht gerade? Oh, warte mal, mir fällt was ein. Was habe ich denn hier alles zur Verfügung? Okay, nicht viel. Oh, jetzt kommen die Schusswaffen, oder? Ja, jetzt kommen die Schusswaffen. So, gut zielen. Bam! Ich habe, glaube ich, gerade mal... Ah, okay. Ich habe zumindest die Waffe verstaut. Ich hätte gerne noch ein... Hallo? Als ob ich die selber nachladen muss. Ah, okay. Mir gefällt das Spiel. Oh, warte mal. In ein paar Zielübungen. So, komm. Ich treffe die alle. Ja! Ich habe sie alle getroffen. Ja! Ja! Okay, ich habe meine Munition schon wieder verschwendet.
Ich kriege ein neues Paket. Na gut. Und jetzt war da noch was, das ich ausprobieren wollte. Ja, genau das. Man kann nämlich auch die Glasscherben nämlich mitnehmen. Soweit ich das im Trailer gesehen habe. Man kann die Flaschen selber nehmen, kaputt schlagen und denen dann in den Kopf rammen. Und ich kann das selber auch mit dem da machen. Na, fang! Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the combat tutorial? Are you sure about that? Well, have at it then. Ich verstehe zumindest, wie das Spiel jetzt funktioniert. Hallo, ich will mit dir reden. Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the combat tutorial? Klar. Are you sure about that? Ja. Hot damn, would you look at that? Just remember, them walkers out there ain't gonna treat you as kindly as the ones in here. Ja, klar, dass die nicht so friedlich sein werden wie die, die hier drin waren. Also wenn das Spiel so bleibt, wie es jetzt ist, ne, dann komme ich noch recht gut auf das Spiel klar und dann werde ich es auf jeden Fall durchspielen können. Ich werde auch gucken, dass ich solche Ladescreens in Zukunft überspringe. Jetzt gerade lasse ich es noch, damit ich noch ein bisschen reden kann. Ja, wie gesagt, ich bin Fan der Walking Dead-Reihe, deswegen allein wollte ich dieses Spiel schon spielen. Ich wollte es eigentlich schon letzten Monat anspielen. Aber da hat mir das Geld gefehlt. Jetzt hatte ich das Geld, jetzt habe ich mir das Spiel geholt. Und ich war auch bereit für dieses Spiel halt Motion Sickness zu riskieren. Soll ich Motion Sickness bekommen, werde ich den Rest des Abends nichts mehr machen können. Well, well, I'll be there. Oh, hi. The tourist. Oh, so schön warm. Oh. Da kommt bestimmt jetzt ein Zombie von irgendwo. Habe ich nix? Ich habe übrigens extra für euch Untertitel eingestellt. Für den Fall der Fälle. Okay, sehr viele Schwarzbilder. There's a friendly warning. One lone soul to another. The dead. Oh nein, wir sind auf dem Schiff. Gib mir mal. Das ist etwas, was ich nicht ausgleichen kann, aber es ist deutlich besser als damals mit dem Auto in VR. Das Ding darf jetzt nur nicht rumschütteln, dann werde ich krank. Sorry, wenn ich das gerade nicht lesen kann. Scheiße, mein Headset ist gerade verrutscht. Einen Moment. Ich muss noch lernen, wozu diese Uhr da ist. Erbarmungslos. Those reclaimed renegades are on the other, making everyone. Wo ist denn eigentlich der andere Dude? Hallo? With their horror show tactics. Hallo? Henry, bist du ein Geist? Ich sehe ja den Namen. Hallo? The Reserve. I can tell by the ich schütte ein bisschen das Ding gucken, auf dem ich sitze, damit es ein bisschen so wirkt, als ob ich im Wasser wäre. Disaster relief supplies. From when the flood to end all floods hit. In an old military boat. Oh Gott, kann ich bitte von diesem Schiff runter? Mir wird schlecht. Because the government didn't know its ass from a hole in the ground. And before they could figure it out. Kein Witz, Leute, auf dem Schiff hier wird mir gerade echt ein bisschen schlecht. Oh, all that grub. Ach, guck mal, jetzt sieht es aus, als ob ich die Untertitel in der Hand hätte. Military grade weapons and ammo to boot. Ich habe ein mieses Gefühl. Wartet mal, auf der linken Seite ist who's close to unearthing the mother load. That's right. You're looking at him. Okay. Gib mir eine Minute.
Ich halte extra nur so, dass ihr die Untertitel seht. Ich brauche eine Minute. So, if you find yourself da hat sich was bewegt. Da hat sich eindeutig was bewegt. Henry, da hinten ist was. Would be a 50-50 split in the future. Ah, I ain't greedy. And I ain't no fool. Ich sehe den Text wirklich erst wahrscheinlich in der Nachbearbeitung oder wenn ich das Video selber nochmal angucke. Ach nö, nicht schon wieder auf dem Boot! Leute, ich guck mir das jetzt auf dem Fernseher an. Das mache ich nur für die Schiffsszenen, okay? Dass ich das Headset noch auf dem Kopf behalte, das Spiel ist nämlich merkwürdig, es schaltet sich ab, wenn ich das Headset vom Kopf nehme. Dass ich jetzt nicht wirklich durch die VR-Brille gerade gucke. Okay, ich glaube, jetzt werde ich wieder gebraucht. Fuck, ich hab verfehlt! Ich bin tot? Oder? Hallo? Bin ich tot? Henry? Jetzt bitte keinen Jumpscare! Um Fernseher sehe ich gerade auch nichts. Okay, Leute, ich bin wer weiß wo. Ich würde jetzt zuallererst gerne das Ding, was ihr links sehen könnt, also meine Taschenlampe, gerne aufheben. Wie setze ich die nochmal ein? Ah, so. Okay. Während ich mich drehe, zieht sich das, was ich sehe, so ein bisschen zusammen. Gehen wir mal weiter. Kann ich das einfach öffnen? Nein, aber ich kann mich wieder mal dran hocken. Kann ich wenigstens den Pylone da nehmen? So kann ich das nicht nehmen. Ein Tagebucheintrag. Auf diesem Friedhof wohnt ein alter Mann namens Henry. Hat mir gesagt, ich soll ihn hier treffen, wenn ich ihm helfe, das Magazin zu finden. Teile die Vorräte mit mir. Okay, weg damit. Jetzt ist das ja wieder hier. Also ich kann das einfach wegwerfen, habe ich. Nein, keine Waffe. Keine Waffe. Irgendwas im Rucksack? Oh! Ich habe hier zumindest... Das sollte ich eigentlich auch mal in die Hand nehmen, ich Idiot. Kann ich das eigentlich auch... Nee, ich kann es nur mit einer Hand halten. Warte mal. Ah, okay, ich kann das auch angeschaltet an mir dran lassen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht überrascht werde. Ich sehe auf jeden Fall immer das, was vor mir ist. Und ich laufe auch so ein bisschen in Blickrichtung. Okay, ich muss mich ducken. Oh, du hast ein Messer. Das nehme ich mir doch gerne. Ja, ein Screwdriver, aber nehme ich. Hast du sonst noch irgendwas, Dude? Oh, oh, ich habe doch so sehen einmal in sein Bein gesteckt. Entschuldigung, ich wollte das nicht. Der da lebt doch safe noch. Jetzt nicht mehr. Aber so. Nur um sicher zu gehen. Da liegt was.
kann offenbar auch zwei Sachen verstauen. Was ist das? Einstellung von Gästen. Ah, okay, ich habe verstanden. Ich habe mir schon gedacht, dass wenn ich die nehme und es nach hinten tue, dass die eben dann in meinem Inventar sind. Nochmal aufschütteln. Nehmen. So, und wie geht das Klettern jetzt? Okay, drauf drücken und drüber. Okay. Christbusse. Ah, okay, wenn ich doppelt drücke, dann renne ich. Merke ich mir. Hab dich! Lass los! Ich warte auf die Überraschung, die von hinten kommt. Hast du eigentlich noch irgendwas? Hallo? Hallo? Lebst du noch? Ich muss mir hier die ganze Zeit einen abwählen, nur um die Taschenlampe am Laufen zu halten. Als ob du nicht lebst. Naja, was heißt Leben? War noch gerade eben noch einer, oder nicht? Wieso ist das Scheißding jetzt schon wieder aus? Ah, hier ist nix. Ich krieg dich schon. Kann ich ihn eigentlich packen? Kann ich! Lass los! Der hält aber recht gut. Ich warte auf den Moment, wo da die erste Armee steht und ich dann absolut nicht mehr weiter weiß. Ich finde das so nice, dass ich die einfach wegschmeißen kann und die dann noch mit Trank lebt. Ich würde die sonst wahrscheinlich irgendwo auf einmal fallen lassen und nie wiederfinden. Boah, ist schon ein bisschen unheimlich. Aber ich habe mir das ja ausgesucht. Erstmal umgucken. Dich abschlachten. Ja, ich steche halt sicherheitshalber in die Reihen. Ich kann leider nicht eintreten. Es gibt leider nur für die Hände. Der hängt. Geht's dem gut? Der könnte noch leben. Hallo. Soll ich dich losschneiden? Please. I can't take no more. Henry. Mein Freund. Take it easy. I'm here. No one is gonna harm you anymore. Ich hole mir das andere Teil. Vielleicht kann ich ihn ja freischneiden. Now you show up. Oh, son of a bitch. Ja, schade, geht leider nicht. Same time,
Time to make an example of the old man. Shut. We have he let his transgressions slide for too long. Okay, track him ich höre eine Stimme. Ist es von dem Zettel? But let him live. Henry, sei mal kurz ruhig! Have a chat with him. He thinks he might be connected to the voice popping up on the airways from time to time. And you know how JB feels about competition. All ears should be tuning in to the reclaimed. They get mine. Understand? They're the only ones who deserve it. Henry, ich muss dich doch irgendwie retten können. Drown the motherfuckers. Ich habe nichts verstanden. Henri, who are you talking about? Ich guck mich natürlich um. Waterfall. Wie lebt wohl Wasserfall? Waterfall. Henri? Henry? Ich glaube, er ist tot. Ja, er ist tot. Ich erlöse dich. Ich zieh doch! Ruhe und Frieden. Ich hatte einen Freund und ich habe ihn umgebracht! Und ich stech sogar nochmal rein. Ich wünschte, ich wäre früher da gewesen. Dann hätte ich dir vielleicht helfen können. Dass diese Taschenlampe aber auch ständig ausgeht. Ich habe eine Uhr und ich habe eine Ration. Mir fällt da gerade ein. Ich habe das Messer jetzt mal wieder weggesteckt. Na komm, ich bin Rechtshänder. Das kann nur gut gehen. Sich jetzt aber nochmal schütteln und weg damit. Okay. Die hat Henry offenbar gelebt. Vielleicht bin ich hier was Nützliches. Ah, okay, das ist mit Munition, das muss ich anders verstauen. Okay, und wo finde ich jetzt den dazugehörigen Bogen? Oh. Alter. Sind das Rezepte? Was soll ich damit? Warte mal, da steht doch bestimmt was drauf. Schild wird Verbesserung für mit 30er Munition frei. Okay. Was soll ich mit einem Buch? Ich kann es nicht mal einstecken. Okay. Ist da irgendwas in der Kiste, was ich gebrauchen kann? Ich
glaube, hier brauche ich halt gerade nichts zu befürchten haben. Fragezeichen. Henry, was hast du hier getrieben? Ich habe ein mieses Gefühl bei dem Bus. Hätte ich auch mal nicht brauchen müssen. Kann ich dich anschalten? Oh, ich kann dich anschalten. Auf dass ich was reinkriege. Na? Oh, hi. Hallo! Und ich kriege gleich wahrscheinlich den Schreck meines Lebens. Das habe ich schon überall gesucht. Jawohl, noch ein Messer. Wie die Notizen ein. Okay, sie könnten Hinweise enthalten. I had an inkling, and by God, I was spot on. The reserve, it's Hallo? Out there. It exists. This gem I found proves it. Still, so much work to be done. Stones that gotta be overturned. Riddles that need solving. Waterfall and frequency 61 has to be connected to the reserve somehow. Command and control. Oh, Mann, was hat der hier alles gemacht? That's the next step. If I can get this blasted radio. Ah, okay, ich hab's sogar eingesteckt. Wonder if someone is still inside. As soon as my ankle feels steady, gonna take the skiff to that mansion in the garden district where Niles and I recorded the tipsy blue. The Blue Palace. It's my best shot at finding a microphone. Ich hab keine Verletzung, also kann ich's einstecken. With the bus battery, just got connected. Ein kaputter Revolver. Got encryption covered. Can't afford any eavesdroppers. Dann kann man doch sicherlich noch was machen. 3 days. These creaky bones are rattling with excitement. So close. I can only imagine what might be in there. Grub, meds, weapons. Ah, kriegst du Material? Oh. Hall of a lifetime. Also ich muss hier alles selber machen? Could sure use the tourist help though. Hello. Yeah, I'd even be willing to put 40, 60 if they make all this easier. Cool. Stumpfe Waffe. Oh, it's too late. Getting old. Kann ich nie einstecken. Dann geht's da rein. Wieso kriege ich für etwas Stummes? Stumpfes, etwas Scharfes. Das ergibt doch keinen Sinn. Den Flachbahn trinken und bis zum nächsten Morgen zu pennen. Okay. If you hear the bells, run. The reserve is real. Food needs weapons. Das ist wahrscheinlich deine Einkaufsliste. Okay. Er hatte Familie. So, bevor ich jetzt hier aber irgendwie den Tag überspringen, würde ich gerne den zu dem Fallen gehörigen Bogen finden. Der muss doch hier bestimmt irgendwo liegen. Das kann mir doch keiner erzählen. Liegt der hier irgendwo? Hallo, mein kleiner Bogen, du willst doch zu mir, wo bist du? Da liegt eine Puppe. Die sieht aber nicht so schön aus. Wer auch immer diese Puppe gekauft hat, die Mutter hat sie nicht geliebt. Oh, und da hängt auch noch was. Mit Bauplänen soll ich mir neue Gegenstände herstellen. Okay.
Keine Ahnung, wie ich das mache. Das werde ich noch rausfinden. Vielleicht gibt es da um die Ecke ja den Bogen. Oh. Hab's verstaut. Was? Okay, ich kann's mitnehmen. Hallo? Danke, ich will dich angucken. Ach, du bist ja genauso scheußlich. Da soll ich wahrscheinlich raus. Ich trinke den Flachmann diese Folge noch nicht. Der richtig actionreiche Part beginnt offenbar erst beim nächsten Part. Ich komme relativ gut auf das Spiel tatsächlich klar. Das habe ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich will jetzt noch links gucken, was da ist. Ich will gucken, ob da rechts irgendwas ist. Und dann will ich mich da, wo der Flachmann war, hinsetzen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass man den anders lo... Habe ich dich denn noch einmal hier? Nicht, dass ich dich jetzt wegwerfen wollte. Ich habe mich nur gewundert. Irgendwo muss ja der dazugehörige Bogen sein. Da ist ja sogar eine Schießanlage. Also bezweifle ich, dass hier kein Bogen liegt. Das wäre für mich die beste Schusswaffe ever. Wieso, wofür sind diese Puppen? Ich versuche mal was. Ach, verdammt. Oh, da ist er. Da. Oh, oh, ja. Oh, oh, mein Schatz. Mein Schatz. Ich habe einen Bogen. Leute, ich muss den Bogen ausprobieren. So. So. Jetzt ist die Frage, wie ist der Bullet Drop? Wartet mal, ich nehme den in die linke Hand. Bewege deine Hand zur Bogenlinie, wenn du einen Pfeil jetzt um einzuspannen. Ich gehe auf den Real-Life-Bogen schießen tatsächlich. Okay, und ich habe meinen Bogen kaputt gemacht. Nice, das ist ein Fein gemacht, Shiny. Du hast eine geile Waffe und dann machst du sie direkt kaputt. Warum tust du das? War das jetzt nur, um den Bogen auszuprobieren? Wenigstens die Pfeile kann man mehr jetzt verwerten. Ist die Sonne da irgendwo einer gelandet? Oh, ich hätte richtig geil trickshotten können. Oh, da ist ein Pfeil gelandet. Da ist schon wieder einer von diesen... Ich weiß nicht, was ich mit diesen Puppen soll. Sind die irgendwo wichtig? Die scheinen für irgendwas da zu sein. Aber da war doch noch irgendein Seitending. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben noch rechts noch nicht geguckt. Ich habe die Flasche mal eben kurz angebrochen. Ich weiß nicht, ob es mehr Schaden macht, wenn man die Flasche so hat oder ob man sie erst an deren Köpfen zerschlagen sollte. Kann ich die Glühwürmchen eigentlich fangen?
Ich kann sie zumindest anleuchten. Es hat doch bestimmt auch einen Sinn, hier rumzusuchen. Dann, da liegt schon wieder so eine Puppe. Stecken die sich? Die werden doch wohl für irgendwas gut sein. Ich renne mal ein bisschen. Sie sind hinter mir. Nur weil ich den Schatz gefunden habe. Das ist ein Riesenfriedhof. Vielleicht sollte ich hier erst beim nächsten Mal weiter gucken. Kann ich die Kerze? Nein. Ich denke mal, hier sollte ich wirklich erst beim nächsten Mal weitermachen. Okay, dann will ich jetzt nochmal zurückgehen und gucken, ob ich irgendwas mit diesem Püppchen auch machen kann. Apropos, da liegt wieder irgendwas. Als hätte ich sie darauf beschworen. Der Gruselfaktor kommt noch in den nächsten Folgen, Leute. Und beim ersten Jumpscare, da hört ihr mich Jump schreien. Also Jump screamen. Aber man fühlt sich wirklich, als wäre man richtig im Game. So, dann lege ich mal ab. Und mich interessiert, kann ich das abstellen? Nein. Warte mal. Da stehen die Rezepte mit bei. Aber nur da, wo diese Schlösser nicht dran sind. Im Tagebuch anheften kann ich... Mann, weg mit dem Buch! Aufgaben, Baupläne. Ich kann mir echt die Baupläne notieren. Wartet mal. Dann hefte ich mir die Baupläne, die verfügbar sind für mich gerade, doch mal eben an. Es wird mir doch bestimmt noch irgendwo nützlich sein. So, eine Sache muss ich aber noch machen. Und das betrifft jetzt nicht den Teil hier, sondern das. Gucken mal, ob ich ein Signal reinkriege. Hallo? Hallo? Hört mich einer? Ich kann das zumindest als Waffe benutzen. Okay, ich stehe da ewig lang dran rum und da passiert nichts. Ja, Leute, dann würde ich sagen, beende ich den Part hier. Ich habe da noch ein Bild anzugucken. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Bis dann, Leute.